Sinn. Was ist das hier? Ich glaube nicht, dass ich jemals solches Spielzeug hatte. Okay, mehr ist hier auch nicht zu entdecken, glaube ich. Nee. Uiuiui. Da habe ich mich gerade aber wirklich erschreckt. Nee, okay, doch eine andere Tür. Das war die geklemmte. Okay, wo ist denn jetzt die Tür? Bin mir gerade unsicher. Nee, ist der Abstellraum. Aber da können wir auch mal gucken. Denn wir können ja theoretisch, wenn er jetzt mal nach unten gucken würde. Der Grillzange dürfte das doch eigentlich gehen, oder? Nee, okay. Ist zu kurz. Was können wir denn mit der Grillzange machen? Grillzange, Grillzange. Jetzt muss ich ja kurz überlegen, aber ich glaube, ich hatte nichts, womit man in... Wir können auch in die Garage auf jeden Fall. Hier kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Ah ja. Entschuldigen Sie. So, war das geht da ab? Oder heult nur jemand? Können wir jetzt da rein? Nein. Nee. Auf jeden Fall ist es kalt. Ist das jetzt alles neu für mich? Ich sollte mich beeilen, glaube ich. Das war kalt für ihn, sagt er. Machst du dein Feuerzeug eigentlich mal wieder an oder eher nicht so? Kann ich das in Inventar? Nee. Wahrscheinlich eher nicht so. Ja, das frage ich mich langsam auch. Jetzt schon wieder kalt. Ah, hier war's. I'm freezing to death. God, I was really freezing. Was ist denn da los mit dem Kalt? Sind das Geister? So, was haben wir jetzt hier? Auf dem Bett liegen Aufzeichnungen und andere Sachen verteilt. Hier ist schon mal eine Puppe. Rote Stoffpuppe. Eine Stoffpuppe mit einer Blume. Oh, wie süß. Ihr Mund ist offen, als ob sie lächeln würde. Maschas Aufzeichnung. Eine Sprachaufzeichnung von Mascha, der Haushälterin der Arscherwilder. Auf dem Etikett. Auf der Kassette steht 11. September. Nicht 2001, sondern 1998. Wo ist denn jetzt der Raum mit dem Schrank? Was da oder war das hier? Oh oh. Ich glaube, ich sterbe gleich. Weil ich nicht mehr weiß, wo der Schrank ist. War der hier? Alles gut, hier ist der Schrank. Das war knapp. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert.
schon. Uiuiui. Ich dachte, der beruhigt sich jetzt gar nicht mehr. So. Da geht das Licht auch wieder an. That was close. Ich komme da immer noch nicht rein. Ist hier nicht irgendwo ein Lichtschalter? Dass die Lichter da auch angehen, wo die Tür ist? Also ich gehe jetzt erstmal in die Garage, weil der Boiler sollte ja auch wieder funktionieren können. Schnell in die Garage. Eieiei, jetzt geht's aber auch drunter und drüber hier. Hier ist ja einiges im Argen jetzt gerade. Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann probieren wir erstmal den Schlüssel aus. Deshalb soll ich den Boiler wahrscheinlich auch ausmachen. So, ich sehe, dass der Boiler an ist und das Rohr hat sicherlich schon bessere Tage gesehen. Wie geht das jetzt nochmal? Ich habe keine Ahnung. Das sieht gut aus. Jetzt den Schlüssel. Und dann kann ich in den Garten. Gucken, was uns das bringt. Ich hoffe mal, uns bringt das ein bisschen weiter. Ich jetzt bloß wüsste, wo dieses Gemälde ist. Ach, guck mal, hier haben wir die Batterieklemmen. Die Batterie muss leer sein, aber seit wann? So, hier ist auch noch irgendwas im Auto gelassen. Sicher. Was ist das für eine Frage? Schnapp sie dir. 2. Okay. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Das ist bestimmt was ganz Tolles, aber uns wird nicht gesagt, was. So, hier ist ja das Tor. Das ist aber verschlossen und wir wollen ja auch gar nicht raus. Warum auch immer. Kann ich hier noch was machen? Lederpolsterung und Accessoires. Naja. Sieht jetzt nicht ganz so hochwertig aus, wie das hier angepriesen wird. So, was haben wir hier noch? Wenn ich jetzt bloß an den Safe kommen würde, ne? Das muss aber das Bild muss ich noch nicht gefunden haben, auf jeden Fall. Ich muss dem jetzt nicht tiefer nachgehen. Da steht was. Schaufel. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. No. Verschlossen, aber wir sollten ja eigentlich hier überall rein. Okay. Mein Schlüssel ist weg. Gut, dann haben wir hier draußen nur das Kabel. Das heißt, dass ich da oben jetzt wieder irgendwas machen kann. Im Moment kommen wir ja nicht so gut weiter hier. Ich gehe nochmal durchs Haus. Auf der Suche nach ovalen Bildern. Na gut, da kommen wir auch gar nicht rein. Ich will jetzt nicht jede Dings ausprobieren, jede Kombination. Weil wir können das auch ganz einfach machen. Damit wir nicht so lange rumsuchen müssen. Da, so.
So einfach geht das nämlich. So, dann ab in den Keller. Jahrzehnt und Jahr. Wie kommt man dann auf 98? Nee, ich komme noch nicht drauf. Vielleicht habe ich das falsche Bild irgendwie. Moment, wo will er denn, jetzt hin? Ich hoffe, da ist auch irgendwas Nützliches drin. Also auf 98 wäre ich niemals gekommen. Okay, da ist nichts Nützliches drin. Die grüne Puppe. Aber so eine Scheiße. So, sonst ist da nichts drin. Da ist nur die Puppe drin gewesen. Was war denn jetzt mit den Puppen? Achso, hier falsche... falsche Dokument. So, da müssen... 5 Puppen waren das. Ich habe 2. Also... bin ich der Lösung noch sehr weit entfernt, würde ich sagen. Sehr, sehr weit entfernt. Dann bringen wir doch einfach mal das Kabel oben an. Solange jetzt nicht wieder irgendwas, irgendein Zwischenfall hier passiert. Dass man bei diesem Spiel... ist ja schön und gut, dass du jetzt Angst hast, aber dreh nicht oben. Ja, das frage ich mich auch. Hä? Was wollt ihr von mir? Ich will doch hier nur... Lösung. Jetzt darf ich da nicht mehr durch. Okay. Okay, ich verstehe es nicht ganz, aber ist gut, alles gut. So, hier Q. So. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Aber kannst du gerne machen. Ah. Weg mit dem Dreck hier. Das ist natürlich... komm schon. Okay. Ist zu schwach? Kann ich das gar nicht? Oder mache ich auf die falsche Stelle? Jetzt ist weg. Du musst einfach nur, ne? Vernünftig machen. Gut, das hat ja gut geklappt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so geht. Aber naja. Egal, wir sind weiter. Und wir können jetzt durch die nächste Tür, wenn wir da jetzt erstmal dran lauschen. Ich höre da nichts. Wir können da rein. Gehen wir da rein. Hallo. Hier schöne hübsche Bilder. Das ist seltsam. Die Fotos sind in Schwarz-Weiß, aber es ist Hascha mit seiner Frau und seinen Kindern. Sie können nicht älter sein als ein paar Jahre. Oh, Schwarz-Weiß kann man ja auch. Was ist das denn? Kann man auch so nehmen. Goldener Schlüssel. Ist ein kleiner goldener Schlüssel an einem runden Schlüsselbund. Was steht da? Mascha. Okay, dann können wir wahrscheinlich jetzt in die Bedienstetenräume. Nicht schlecht, der Specht. Dann können wir das jetzt auch. Was haben wir hier? Ach, das Zimmer von Julia. Der Tochter. Da ist niemand drin. Da können wir getrost reingehen, wenn sie uns lassen. Oh, hier. Hübsche Planeten. Haben wir da. Ein Poster von Alice im Wunderland. Ich mag dieses Kind. Sieht aus wie die Alben, die Kinder heutzutage hören.
Rap oder was? So, was haben wir da? Eine Sprachaufzeichnung. Mommy's really scared. Klingt nicht sehr nett. Das Mädchen ist offensichtlich sportlich begabt. Hier ist schon mal ein Schrank drin. Das Bett wurde schon eine Weile nicht mehr benutzt. Es ist bestimmt Julias Bett. Was ist das? Ah, guck mal. Hier ist ja fast wie ein Wimmelbild, dieses Spiel. So, dann haben wir noch Rollschuhe. Haschas Tochter steht auf Skaten. Ich bin sicher, sie könnte meinem Jungen ein paar Tricks zeigen. Wenn er so überhaupt will, deinem dreckigen Bike was zu zeigen, hallo? Nein. Weiter geht's. Was haben wir hier? Immer schön hören. Da ist niemand da. Zum Glück. Ah, hier ist auch nur die Toilette. Was ist da denn drin? Mann, das stinkt. Irgendetwas hat das Rohr richtig verstopft. Achso, jetzt muss ich hier, Jack. Okay. Eine schmutzige alte Stoffpuppe. Das arme Ding ist zusammengeflickt. Ich hätte das jetzt nicht angefasst. Gut, wie viel haben wir jetzt? Was für ein Gestank. Wie viel haben wir jetzt? 3. Wir brauchen aber alle 5, ne? Gut, das wird wahrscheinlich die hässliche sein. Gehe ich mal von aus. Was zur Hölle? Ja, da ist nur das Ding kaputt. Das ist ja nichts Besonderes. So, ist hier noch was? Das ist ein Schrank. Was ist das für ein Riesending? Das ist ein Schrank. Ich dachte gerade, der macht das gar nicht. Aber naja. Komm, komm schon, jetzt haben wir einen richtigen Stoß hier. Zack, ist sie zu. Nicht mit mir, mein Freund. Junge, Junge, Junge. I just barely made it out of there. Ja, ich habe auch zu spät da drücken können. Da heult jemand. Ich gehe einfach mal rein. Wenn jemand heult, ist ja nicht so schlimm. Das war, glaube ich, ein Fehler, oder? Das ist ja mies. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, oder wie hängt das jetzt hier zusammen? Ja, er ist weg, oder was? Gucken wir uns das mal an. Mist. Ich wollte ja nur helfen. Ich dachte, heulen ist ja jetzt nicht... Heulen ist ja nichts Schlimmes, oder? Naja, anscheinend doch. So eine Heulerei ist nicht schön. So, nächster, der stirbt hier. Der arme Etienne. So. Du hast leider gerade einen deiner Charaktere verloren. Wenn das ist die betreffende Figur nicht mehr Teil der Geschichte, wenn du bleiben alle Gegenstände, die sich an Ort und Stelle liegen. Ah, okay. Da haben wir wenigstens die Sachen noch. Das, die brauchen wir auch. Das Spiel wird sie hier. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wir nennen sie einfach mal Amanda oder so. Weiß ich nicht. So, gehen wir mal rein. Der arme Etienne. Also wirklich beim Heulen hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass...
okay, sie wusste den Code. Wo waren wir? Wie läuft die denn? Wo waren wir denn oben? Ich hab's vergessen. Ach, wir sind ja in die Tür reingegangen, in die man erst nicht reingehen konnte. Da links. Ach, der Arme. Der tut mir jetzt wirklich leid, dass der jetzt hier so sterben musste. Aber ich dachte wirklich beim Heulen, dachte ich, okay. Vielleicht kann man dir helfen. Vielleicht ist das ja jemand. Jemand hat das zurückgelassen. Gut. Ich höre da nochmal rein. Vielleicht ist er ja da drin. Okay, diesmal gehen wir nicht rein. Wir sind schlauer geworden. Wo gehen wir jetzt hin? Wir kommen da ja nicht durch. Das ist ja gemein jetzt, ne? Aber das war echt fies, komm. Das finde ich jetzt gemein, der Arme. Der arme Etienne, was war hier nochmal drin? Ah ja, die Toilette. Jetzt hören wir auch mal raus. War ja sonst auch nicht. Der arme Eddie, du. Oh Mann. So, können wir jetzt hier raus? Jetzt können wir nicht mehr mal horchen. So, was können wir denn jetzt machen hier oben? War hier oben das mit dem Schlüssel? Ich glaube ja, ne? War es links? Ja. War links. Und, dann müssen wir, glaube ich, erstmal Kleber aufbringen. Sieht gut aus. Und dann können wir das Ding damit benutzen. Schivere. Ist jetzt auch noch ausländisch hier oder was? Keine Ahnung. Als ob die Franzosin ist. Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier drin? Hier sind auch jetzt ganz schöne Sachen, oder? Dieses Kabinett ist voller Ordner und Kisten mit vielen Dokumenten. Lieber Sebastian, hier bricht alles zusammen. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Telefon los ist, aber ich kann dich nicht erreichen, weshalb ich dir diesen Brief schreibe. Ich bete, dass es noch nicht zu spät ist. Sebastian, höre dir die Spieluhr nicht an. Ich wiederhole, höre diese Spieluhr nicht an. Etwas stimmt nicht mit dieser Melodie. Ich höre sie immer und immer wieder in meinen Kopf, wenn ich spazieren gehe, wenn ich lese, wenn ich esse oder schlafe. Sogar in meinen Träumen. Und diese werden schlimmer und schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass mich etwas beobachtet, Sebastian. Zuerst kam es nur in meinen Träumen vor, aber in letzter Zeit fühle ich es auch, wenn ich wach bin, obwohl es mir immer schwerer fällt, den Unterschied zu erkennen. Hier ist etwas, eine seltsame Präsenz. In den Gängen, hinter jeder Tür, der ich den Rücken zuwende. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es tut mir so leid, mein Freund. Ich verfluche den Tag, an dem ich dir diese Spieluhr geschickt habe, Isaac Färber. Gut, da hätte natürlich auch noch eine Rückseite sein können, aber wollte er jetzt nicht. Safe-Rätsel. Dritter Brief, ne? Ist auch nichts dabei. Nichts verpasst. So, was haben wir noch? Hier, damit kann man doch bestimmt das Dingens da, ne? Die Leiter runterholen. Würdest du dich bitte in die richtige Richtung drehen? Ich kann langsam auch nicht mehr sitzen. Noch 3 Stunden sitzen auf einer Pobacke. So, wo denn jetzt die Leiter? Habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Muss ja hier oben gewesen sein, oder? War das etwa in diesem Raum? Warum drehen die sich immer so komisch? Guck, hier war es sogar. Habe ich mir gut gemerkt. So, dann wollen wir mal hier... Ach, der arme Etienne. Ich krieg den nicht aus dem Kopf, du. Ach, hör. Oh je. Jetzt sagen wir es. Oh je. So, kann ich jetzt mal vernünftig... Dankeschön.
So. Dann wollen wir hier mal... auf den Dachboden. Wir sollten lieber wieder gehen. Ich habe gelernt, wenn jemand heult... Ja, wir gehen wieder. Das hat uns nicht zu interessieren. Hier steht ein Gerüst von einem alten Bauvorhaben. Ich könnte es durchs Fenster erreichen. Ja, geh bloß raus. Bloß raus hier. Ich hab's richtig drauf, Freunde. Richtig drauf, du. Stell dir sicher, dass du alle Informationen hast, die du benötigst, bevor du entscheidest. War bestimmt das falsche Fenster. Ach komm. Unglaublich hier, diese Unglaublichkeit. Naja. Woher soll man das auch wissen, ne? Wenn die sagt, die kommt dabei, dann gehe ich davon aus, die kommt dabei. Aber naja, das können wir hier überspringen. Hallo. So, dann findet... Wir haben nur noch den Opa und sie, ne? Dann findet seine Frau... seine Ex-Frau... ihn halt wieder, das ist natürlich auch besser so. Wo liegen denn jetzt die Sachen? Liegen die jetzt auf dem Dachboden? Oder was ist da jetzt? Ist da jetzt? Eieiei. The door was open. Kürzester Zeit sterben hier zwei Leute, weil ich einfach zu blöd bin, aber das ist auch fies gemacht. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Also gehen wir jetzt mal auf den Dachboden, gucken, ob das vorm Fenster dann ist oder ob das da unten liegt. Eigentlich müsste die da ja tot liegen jetzt. Willkommen, wenn man da vom Dach fällt, ist man ja nicht gleich tot, ne? Naja, vielleicht ist sie ja nicht tot, sondern, so, guck mal, da liegen die Sachen. Ich glaube nicht, dass wir da hingehen sollten zu der... Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir mit den Rest der Sachen machen. Wir haben diese komischen Mappen, wir haben noch Brennholz. Ach, wir haben noch den Schlüssel. Dann tun wir das doch zuerst. Ich mache hier erstmal gar nichts mehr. Denn das ist mir zu gefährlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Das, der Fehler passiert mir jetzt nicht nochmal. Gleich tot. Nee, aber... das kann man ja nicht vorher wissen. So, ich denke mal, wir müssen jetzt draußen lang, also in der Garage, von der Garage aus. Und dann passieren doch ganz tolle Sachen. Das habe ich mich gerade auch gefragt. So. Dann hören wir mal lieber nochmal rein. Hört sich sehr gut an. Uiuiui, ich wandere auch immer weiter nach hinten. Ich hoffe, man hört mich hier hinten auch noch vernünftig. Aber wir sollten mal wieder hören. War das die Tür, die geklemmt hat, oder war die abgeschlossen? Nee, geklemmt, ne? Von der anderen Seite verschlossen. Ist ja so eine Sache hier. So, dann gehen wir mal draußen lang und versuchen, mit dem Schlüssel die Tür zu öffnen. Ich hoffe, da funktioniert das auch da vernünftig. So, Moment. Schlüssel. Jetzt kann ich diesen Schlüssel loswerden. Ja. Lass den mal in der Tür. Die wirft den bestimmt weg, aber lass den mal in der Tür. So, jetzt haben wir hier einen schönen kleinen Gang. Das ist auch ganz schön. Liste mit Hausarbeiten und sonstigen Aufgaben. Einige sind in kyrillischer Schrift geschrieben. Ja, das sind ja auch kyrillische Leute.
kommen aus dem Osten. So, moin. Nähmaschine, okay. Eine Nähmaschine mit Fußpedal. Ich erkenne die Marke nicht, aber ich habe schon mit viel ähnliche gesehen. Haben wir einen Brief. Alexander, ich wünsche mir, du müsstest diese Notiz nie finden. Ich habe das Haus verlassen, oder zumindest habe ich das versucht. Ich hoffe inständig, dass es nicht das letzte Mal ist, dass du von mir hörst. Ich habe Miss Catherine oder die Kinder seit Tagen nicht gesehen. Manchmal höre ich sie oben weinen, aber ich kann sie nie finden. Sie scheinen immer direkt nebenan zu sein, auch wenn dort kein Raum ist. Hier ist etwas Schreckliches bei uns. Ich kann es nicht beschreiben. Ich traue mich kaum, unser Zimmer zu verlassen. Ich muss gehen, bevor es zu spät ist. Ich liebe dich. Mascha. Seltsam, dass sie das nicht in ihrer Schrift da schreibt. Aber naja. So, jetzt haben wir die. Süße kleine Nase. Ah, das war jetzt nicht erschreckend, aber naja. So, was haben wir hier? Ein Schrank, das ist schon mal sehr gut. Da höre ich nochmal an der Tür. Da ist natürlich nichts. Moin. Achso, hier ist ein Badezimmer. Ein Wischmopp. Schmutzige Handtücher, die modrig riechen. Sie wurden seit Wochen nicht mehr gewechselt. So, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Da können wir auch wieder zurück. Uiuiui, das ist jetzt alles belastend mit den Toten. Ich möchte weinen. So, wie viele Puppen haben wir denn jetzt? Ja, mal gucken hier. Puppen 4. Da fehlt nur noch eine und dann können wir hier Blödsinn machen. 2 Flaschen Schlaftabletten, davon eine leer. Hier ist eine Tür. Dann horch ich mal, ne? Da ist niemand drin. So. Also ich glaube, dass wir nicht oben lang gegangen sind, war erstmal gut. Flasche mit Reinigungsmittel, bleiche Beispiel, das muss die Waschküche sein. So, da haben wir das Benzin. Nee. Eine Dose mit Universalverdünnung. Reinigen. Wir sollen wahrscheinlich irgendwas reinigen. Ich weiß jetzt aber nicht was. Furchtbar, es ist so dunkel, dass ich unter Birnen nichts mehr kenne. Der Gedanke daran da hineinlangen. Aber wieso die Beine brechen, das verstehe ich jetzt nicht. Was zum Teufel? Passiert hier, alle sterben, sogar ihre, ne? Ja, das sage ich auch. So, würde ich sagen, mache ich auch gleich Schluss. Das wird hier sowieso nichts mehr.